Es ist ja so, ich werde ja nächstes Jahr für ein paar Monate abhauen nach Französien. Und da bringe ich dir bei, wie man Videos abnimmt. Mhm. Du bist dann nämlich die neue Redaktionsführung, sag ich mal. Du kannst dich auf mich verlassen. Zeig mir dein Können, deine Skills, alles, was du hast, Fini. Und jetzt werden wir uns mal angucken, was sie gemacht haben. Und eventuell haben wir Verbesserungspotenziale, die wir aufdecken. Los geht's. Moin. Moin. Schon mal gut anfangen. Aber findest du das wirklich... Wir brauchen am Anfang ein ganz knackiges Intro. Man muss sofort innerhalb der ersten 10 Sekunden verstehen, was los ist. Im Klimastand gibt es überschüssige Energie durch unsere neue Solaranlage, die wir mit der EWE zusammen aufgebaut haben. Jetzt wollen wir den Strom immer dann benutzen, wenn wir ihn nicht brauchen. Und zwar in Form eines Dr. Böber-Spiels, das in den Zaun eingebaut wird. Nicht schlecht. Hätten wir hier schon mal 1,20 ausgedünnt. Aber gut, kürzer ist nicht immer besser. Aha. Nicht immer besser. Okay, let's go. Vielleicht kannst du erzählen, was wir machen. Wird, weiß ich, irgendwie Dr. Böber bauen. Groß. Und nicht als Doktor, sondern als Werkzeugband, ne? Ja. Oder so ein Doktor bauen, ein Baldo. Ich finde eigentlich Werkzeugband geiler. Ja, also, heute bauen wir einen großen Dr. Böber. Das ist doch Waldo. Ja, es ist Waldo. Geht halt. Jetzt erst. Gut, gut, sehr gut. Beziehungsweise wandeln das Ganze ein bisschen ab zu vielleicht einer kleinen Werkzeugwand. Die Idee ist, dass den Strom von unserer neuen Solaranlage Guck mal, da merkst du schon den Unterschied natürlich. Durch so charismatische Gesichter wie mich als Beispiel, die ein bisschen mal Schwung mitbringen. Dafür bist du auf jeden Fall zuständig, da ein bisschen am Anfang die Jungs anzuheizen. So auch, dass sie mal Bock kriegen dazu, weil es macht ihnen ja Spaß, aber bei Joel kriegst du das nicht. Man kennt ihn ja aber auch. Es wirkt so. Er hat wahrscheinlich echt Bock. Ja. Als wir das ganz am Anfang gemacht haben mit Funk, haben die gesagt, sie hatten Angst davor, dass wir Leute dazu zwingen, in unseren Videos zu sein. Und Joel war das Beispiel dafür. Von oben durchschrauben, oder wie? So wie Skateboards auch festgemacht sind. Nimmt doch lieber Leute, die wirklich Bock dazu haben. Und der arbeitet jetzt fest da. Dass wir den zur Verfügung stellen, dass auch jeder was davon hat. Und dann soll das Ding vorne vor den Zaun. Und dann könnt ihr oder irgendein Fußgänger, der da vorbeiläuft, Dr. Böber spielen. Wenn der Batteriespeicher von uns voll ist, wir also überschüssigen Strom haben, da könnt ihr vorbeikommen, unseren Strom verbrauchen, den ihr Spaß habt. Eigentlich hatten wir noch die Idee, wenn wir ganz viel überschüssigen Strom haben, dass wir dann noch da so ein Weidezaungerät anschließen, dass man dann, wenn man einen Fehler macht, eine geballert kriegt. Das finde ich auch cool, weil dann können die Leute den Strom auch wirklich spüren, den wir haben. Ja, wir wollen halt mittelfristig ja eh das so machen, dass jeder von außen einsehen kann, wie viel Strom verbrauchen wir, wie viel Strom kommt aus Solarstrom und so. Dass wir so eine Art Webseite haben, wo jeder das ansehen Einbindung, kann. Dass man genau sehen kann, wer gerade was Ich wollte gerade sagen, das Nickel da echt nur so steht so zwischen den beiden Großen und in dem Moment. Yes. Das koppeln wir dann mit der Ampel und dem hau dem Dr. Böber. Dafür haben wir natürlich den Zuschnitt da, weil wir viel zuschneiden müssen. Ja, ich bin da und werde den mal hier unterstützen, hier, den Leuten hier. Jetzt wirkt Nickel aber so, als ob wir ihn gezwungen hätten. Oder? Ich liebe diesen Typen so sehr, Mann. 1 Minute 34 und Niklas schon richtig krass performt. Oh, er hat richtig abgeliefert, ohne Scheiß. 11 von 10. Verstehst du, was wir machen? Jo, hab ich verstanden. Guck mal. Ja, ich kannst du gar nicht hier ruhig halten, das Teil. Das ist aber hier ein Schlabberteil hier. Die ist, glaube ich, schwer. Also bei der Säge, Wow-Wow-Sound. Ja. Dann lass mal zurück. Kannst du gar nicht hier ruhig halten. Drei. Schon besser jetzt, oder? Ja, jetzt so gefällt es mir. Die ist, glaube ich, schwer. Ja, weil man da viel dann zittert, weil man es runterlässt. Ich glaube, wir können auch ein paar kleinere Sachen nehmen. Wir haben auch noch ein paar größere Sachen oder so. Also wir ja, oder auch ein paar kleinere. So. Die Jungs sind sich super einig auf jeden Fall. Man sieht, es ist ein extrem gut durchstrukturiertes Video bis jetzt. Und das habe ich nur gefunden. Finde ich gut. Sieht so ein bisschen aus wie so Boden. Wie eine Sackrakete. Ja, klassische Sackrakete. Steffen, jo. Der Strom für die Lampe läuft ja über die ganze Platte, ne? Aber wir können ja nicht die Platte komplett unter 230 Volt setzen. Ja, das meine ich. Das tut ja den Leuten weh. Deswegen machen wir das jetzt so. Guck mal, das hier ist ein Netzteil. Ja. Es geht auf 12 Volt. Dann kommt hier ein 12 Volt Stromkreis drauf, also hier irgendwie 12 Volt minus, da 12 Volt plus. Oder da spürt man gar nichts.
Aber ist das dann Gleichstrom oder was? Ja, genau. Ja. Das ist wie an der Autobatterie. Ja, okay. Geht ja auch. Ey, ich liebe Zooms. Das ist das Allerbeste. Und dann haben wir hier ein 12-Volt-Relais. Das schaltet man im Prinzip hier mit. Stromkreis geschlossen. 12-Volt-Relais geschaltet und dann schaltet das die 32 Volt. Und das geht dann auch instant? Oder hat das so... Jo, Relais geht schnell. Ja. Klack, klack. Hört man dann noch ein bisschen? Ja. Geil. Okay. Willst du sowas rausnehmen? Das Problem ist, unsere Videos sind keine reinen Erklärvideos, unsere Videos sind aber auch keine reine Unterhaltung, sondern wir haben, wie gesagt, einen Bildungsauftrag. Naja, wir sind schon in der Kategorie Unterhaltung gelandet. Ja, durch dein Hinzukommen. Am Anfang habe ich das alles noch richtig geil erklärt und die Leute an die Hand genommen bei dem erfolgreichen Durchführen ihrer Träume. Und dann kamen halt so, naja, ich sag mal, halt so Leute wie du, die da einfach so vor sich hinbacken den ganzen Tag. Und den Kenner an die Spitze getrieben haben. Wie dem auch sei. Wie findet ihr das denn, wenn man so Sprechstrecken hat? Sollte man die lieber runterkürzen, dass wir geballert zum Ziel kommen? Oder sollte man Leuten auch den Freiraum lassen, sich selbst zu artikulieren? Wenn es ein Projekt ist, was nachbaubar, also... Wenn man ehrlich ist, mit unseren Scheiß baut keine Sau nach. Ist schade. Ja, dann ist ja gut, dann kriegt ja keiner eine geballert. Nickel kann das ja auch Probe spielen, denn... Nee, ich finde Elektrik ist nicht... Nee. Hast du bei deinem Bus im Bau schon mal so richtig einen gewischt bekommen? Nee, noch nicht, ein Glück. Kommt von mir. Der hat eine Ausbildung als Elektriker gemacht, der meinte, der lag schon ein paar Mal dann am Ende des Raums oder so, der knallt wohl richtig. Ja, das ist doch gar nicht gut, oder was? Also du noch nicht? Nö. Ja, dann wird's mit Zeit heute. Nee, halt auf keinen Fall. Dann habe ich dann irgendwie so bleibende Schäden und bin ganz langsam danach. Guck mal, er weiß um den Umstand. Vielleicht spielt er auch. Nee. Statt zu sagen, okay, anscheinend muss ich jetzt 5 Sachen machen, bam, 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 bam. Er ist schon hart langsam. Kauft ihr Nickel das alles ab? Na, das wäre gar nicht gut. Ja, noch langsamer. Nee, weil noch bin ich schnell und agil. So, jetzt wird hier mal was weggelegt. Ist laut jetzt, ne? Ich bin fertig. Jetzt ist er da. Ein kurzer Spritzer Schmierung. Dann kannst du hier reintackern hier, ne? Zack. Jetzt ganz kurz, verstehst du generell, also ich habe noch gar nicht... Also Blech, Strom und da kommen ein paar Teile drauf. Okay, aber warum wir jetzt Werkzeuge nehmen und so, ergibt sich mir noch gar nicht. Jetzt haben die das ja schon ausführlich erklärt, wir haben es trotzdem nicht verstanden. Also kann man vielleicht die ganze Erklärung rausnehmen. Oder wir machen Off-Stimmen, wir könnten das einfach mal vertonen. Mit der Kanone kann man auch schießen. Ich hab die einfach rausgefunden. Oh, ich hol mal auch mal hier. Tisch, Tisch. Wow, das hast du cool gemacht. Ich mach noch einen rein. Tisch. Der sitzt, geil. Okay, lieber einmal die Kopfhörer runter, ist ganz schön laut. Ich schneide den Rest noch raus. Ja, hallo, ich bin Steffen. Oh, hier noch ein Kabel, zack, hast du eine Bombe. Irgendwo ist doch hier Saft drauf. Das Saft. Ein Kabel wird hier dran festgemacht. Das sind jetzt meine Testkabel nur, ne? So. Das andere Kabel, die kommen dann jeweils immer ein Kabel an so ein Gerät. Und wenn man die dann hier rausholen will und dabei anstößt, dann geht das Licht an. Ah, cool, das ist eine gute Idee. Ah, man nimmt also den Schraubenzieher aus. Ja, jetzt darfst du da nicht gegenkommen, weil dann kriegst du eigentlich Schaller. Das ist ja auf ihn echt. Ja, und dafür brauchst du jetzt ja ganz wenig Strom. Da kommen wir mit unserem 30.000 Kilowatt Moped auf dem Dach ganz gut hin. Geil, die ist wirklich schön hell. Und ich glaube, ich besorge noch einen Summer, dann baue ich noch einen Summer ein, dann ist das so wie nicht sowas, was so richtig nervt, aber sowas, was ja. So ein bisschen akustisches Signal hat. Ich finde hier Hufschmiede, ne, die diese Hufeisen bauen, finde ich richtig geil. Ich sehe die immer hier bei den Pferdehöfen, die haben immer so einen Sprinter und haben hinten einen Schmiedeofen im Sprinter drin. Und dann komme ich auch vorbei und schmieden da richtig. Ich glaube, das ist die letzte Berufsstadt, wo man noch richtig schmieden kann. Ich finde das irgendwie komisch, dass in Pferden irgendwas an Fuß geschmiedet wird, so vom Prinzip eigentlich, oder? Ja, wenn du einen Schuh mit Stahlkappe trägst, dann ist ja auch quasi um vorne. Ja, aber den kaufe ich in meiner Größe, dann fände ich es auch... Warum haben Pferde... Also da gibt es ja nur Custom-Shoes, ja. Scheiß Snobs. Scheiße! Voll daneben, ey.
Oh, leck mich doch. Scheiße. Also wer Nickel diese Bombe da gegeben hat, der tackert sich da gleich selber fest. Oh. Oh. Was machst du denn da? Ich sag mal, zu 90% gehen sie daneben. Schon wieder. Scheiße, kann doch nicht sein. Aber macht Spaß, das Tackern, ne? Ja, mach ich Bock. Loser! Ich kann hier gar nicht überall gucken, ey. Ah. Warte mal, da ist aber schon ein bisschen Saft auf dem Ding. Nö. Doch. Ja, also jetzt ist so. Hier, komm mal her, spiel mal. Den noch einmal in Slow-Mo hinterher, ja. Aber gut. Hier, komm mal her, spiel mal. Ja. Zieht das richtig doll? Nee. Aber es kribbelt halt kurz. Ich, dafür, dass ja, wir dachten, dass... Ist das doch da auch eigentlich, oder nicht? Da spielt man noch nichts, ne? Alter, ich fasse gar nichts an, ey. Ja, kannst du schön mal anfassen, alles. Das ist so geil, wenn jetzt auch Licht aus ist und so. Kein Solarstrom. Solarstrom. Also es geht ja darum, wenn der Überschuss, wenn wir zu viel Energie haben, weil die gerade nicht verbraucht haben, dann kann man das spielen. Genau, und wir haben jetzt ja nicht so viel, dass man zum Beispiel Autos laden könnte. So, dann noch nicht. Ja, aber so ein Reststrom, der genau für solche Spielereien ja perfekt ist. Also ich hatte früher auch eine Ampel bei mir im Zimmer. Eine grüne. Also ein Ampelglas habe ich irgendwo mal gefunden. Ein Taxischild hätte ich auch. Passt so gut, ne? Das Duell, so ein selbstgebaute kleine Asi-Ampel. Weißt du, was er auch hatte? Bisschen größer, auch mit Elektro, pflegebedürftig. Sag mal. Eine Eisenbahnstrecke. Oh ja, das passt auch so gut. Er hat sich so geärgert, als wir im Miniaturwunderland waren, war er krank. Und hier, wie ich mich gefreut habe, als ich im Miniaturwunderland war. Nein! Es war ein wunderschöner Tag für mich. Ich habe den Fehler gefunden, warum wir einen Stromschlag kriegen. Ey, der hat die Schuhe an von mir. Da müssen wir nochmal zurückspulen und ranzoomen. Das ist geil an dem Typen. Ich finde den irgendwie auch echt anziehend, wenn ich den da so sehe in seinen Klamotten, mit den großen Fingern da in diesem Kasten rumfingernd. Doch, ne? Und wir machen hier mit unserem Schrank weiter. Und los, ne? Jo. Wir machen hier die Werkzeuge mit Stahlkabel fest, damit man die nicht verlieren kann. Und ich isoliere jetzt das Stahlkabel ab, damit wir hier oben Metallkontakt haben. Und dann nehmen wir das Stahlkabel gleichzeitig als, ja, als Stromleiter für den Kontakt. Aber so ein Kupferkabel geht dann mit der Zeit kaputt, wenn man das viel bewegt und viel benutzt. Der denkt an alles, der Mann, ne? Dann bricht das Kupfer irgendwann und wird weich. Und so ein Stahlkabel kann halt einfach schon viel mehr ab. Also das ist das Gegengewicht, dass das Kabel immer ein bisschen wieder reingezogen wird. Und da müssen jetzt diese Muttern befestigt werden. Und hier kommt dann das Kabel rein, ne? Was dann. Mhm. Ey, ohne Scheiß. Also ich würde sagen, unsere Videos sind 20% Idee, 50% stümperhafte Umsetzung und 30% Zoom. Ja, machen wir fester. Versuche ich mal so einen Schraubenschlüssel hier zu bohren, ne? Das tut sich gar nicht. Gehärteter Stahl, ne? Ja, weil das aus Vanadiumstahl ist. Wie heißt das? Wow, das weißt du? Das hast du alles ausgedacht. Nein! Guck's doch an nach, Mann! Und halt deinen Schnauzen. Brinell. Brinell. Mit V. Da. Brinell Vickers und Rockwell Hardness Test. Tja. Er ist nur ein Schluck Bohrmilch. Ne? Bohrmilch? Heißt die so? Nein. Eigentlich ist das ein Fräser, so ein VHM-Michi. So. Ah, daher kommt das Wort VHM. Verdammter. Ja, super. Ihn nochmal zoomen beim Essen? Oh ja. Oh, er hat aber genascht. Wie er da aufsteht? So ein fetter Teletubby. Ja, super. Was hast du denn da auch für Scheiben gewählt? Holen wir jetzt noch richtige, vernünftige Scheiben. Ich dachte, wir kommen hier gerade rein, ey. Joa, ich mache einfach noch eine Scheibe mehr hier. Festschrauben. Ja, dann. Schraub fest. Der rutscht mir wieder raus hier.
Nee, du! Scheiße! Was ist das, ey? Ich habe hier auch noch so andere Unterlegscheiben, die vielleicht ein bisschen geiler sind, Nickel. Ja, ich mach die da unter. Dann kann man sehen, wie man es machen kann. Dass es zwei Lösungsansätze gibt hier. Guck mal, wie der da reingefummelt ist. Ja, voll. Ey, da hat er die größte Unterlegscheibe der Welt. Und dann kriegt er die da rein. Voll, man sieht auch, dass es zwei oder drei andere ja, sind. Ja, und er kriegt die, wie kriegt man das hin? Das muss man erstmal schaffen. Die ist ganz links rangedrückt, dass sie da in diesen Minischlitz reindödelt. Die guckt durch den Nagel raus. Der ist schön. Den ich finde das so geil da. Daneben, daneben. Daneben. Ist hier windig? Ja. Mache unten auch noch eine rein, Stefan. Ach. Woher weißt du eigentlich, dass man Joël OE ausspricht und nicht Ö? Hat meine Französischlehrerin gesagt, dass mein Name eigentlich gar keinen Sinn macht. Deswegen habe ich jetzt diese Punkte. Nachträglich? Habe ich mir dann gemacht, weil sie meinte, es macht sonst keinen Sinn. Aber sie ist auch sogar in seinem Perso und so, nicht? Deswegen habe ich jetzt diese Punkte. Als auch seine Französischlehrerin seinen Namen geändert hätte. Frau Le Breton, falls du das siehst, schöne Grüße, ich hoffe, dir geht's gut. Überreden. Dir, hast du gesagt? Ja, ihn. Eine Namensfindung, Stefan. Ich bin für Dr. Bollen, Bilber, die Sackrakete. Also sperrig, oder? Stell dir vor, du bist ein kleines Kind, schreibst einen Wunschzettel, bist irgendwie gerade erste Klasse, bist gerade beim Buchstaben I angekommen und musst dann für den Weihnachtsmann auf ein Dings schreiben, Dr. Beulenbibber, der Sackraketenspaß für die ganze Familie. Da ist der Wunschzettel aber auch voll. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier nicht doch ein bisschen gefährlich ist, Joel. Nee, es passt alles. Das war also die Abnahme, oder was? Der einmal kommt das Gewissen um die Ecke hier mit seiner Nike-Jacke und dann sagt er einmal, sagt mal jemand was und dann ist hier die, sagt er einfach, nee, es passt. Ja, wir brauchen jetzt noch einen Namen. Vielleicht noch irgendwie Sonne mit reinbringen? Sonne? Also ich bin fest der Überzeugung, dass irgendwo Sackrakete auftauchen muss. Wir packen das jetzt rüber und überlegen uns, bis wir den draußen hängen haben, einen Namen. Alles sieht es gut, ich will ihn auch. Ja. Oh Gott, ist das ein schweres Spiel geworden. Mehr? Da ist er. So, und dann jetzt noch hier eine. Nö. Ja, dann bist du zu weit in. Scheiße, ich krieg nicht mehr raus hier. Jo. So, jetzt könnt ihr auch durch die Solaranlage, die wir zusammen mit der WE gebaut haben, unseren Strom selber hier vorne nutzen durch das spaßige Dr. Bibber Sackraketenspiel. Einen endgültigen Titel überlegen wir uns. Oder schreibt doch mal einen Titel in die Kommentare. Wie sollen wir das Ding hier nennen? Immer wenn es euch in den Fingern juckt, wenn wir was falsch oder richtig machen, schreibt es doch mal dazu, weil wirklich, es macht viel mehr Spaß, wenn man das interaktiv gestaltet so. Man freut sich einfach richtig doll über Kommentare. Das macht das Team glücklich und uns und alle. Und je mehr ihr schreibt, je mehr ihr dazu beitragt, desto besser ist es. Egal in welcher Form. Das finde ich wirklich total wichtig, dass man das nochmal sagt. Voll schön, wenn man Leute in so lange schon begleitet. Und es gibt auch Leute, die immer kommentieren. Ja. Ich weiß gerade den Namen nicht, aber ich weiß, dass er immer schreibt, Moin Moin aus Bremerhaven. Ja, das ist richtig geil. Jedes Mal. Und das finde ich auch cool. Wie wir jetzt ja über das Video diskutieren, gerne dazu schreiben, ob die Erklärung zu lang ist, raus soll, mehr, weniger. Genau. Dann wissen wir mehr. Wir brauchen einen catchy Namen. Scheiße. Oh, schon wieder Fehler. Tschüss. Tschüss. Geilster Song. Ding, ding, ding. Ich finde, die haben es aber sehr gut gemacht. Voll. Und unterhaltsam. Es funktioniert gut, voll. Es macht Sinn, es macht Spaß. Und es ist auch mal was für die Kids. Ja, voll. Also kommt vorbei. Ab jetzt im Klimastand vor der Tür könnt ihr einfach benutzen. Das war's, oder? Ja, wir wollten ja ein kurzes Outro und tschüss.